bereitet und will jetzt testen, wie ihr auch neben dem Platz harmoniert. Ja? Als Eingangsfrage mal ganz was Leichtes. Ja? Wer ist denn der bessere Kopfballspieler von euch beiden? Du weißt, was kommt. Okay. Ihr seid euch tatsächlich einig? Ja, sicher. Ja? Obwohl du, ich glaube, 7 Zentimeter kleiner bist. An was liegt es, dass er dann besser ist im Kopfball? Timing. Dass du besser bist, an was liegt es? Erfahrung? Da sind wir beide noch ausbaufähig. Wir sind beide eigentlich schlecht, aber er ist ein bisschen besser. Aber in der Frage jetzt seid ihr in beiden gut. Wer hat den härteren Schuss von euch? Den bezwingenderen vom Tor? Vorm Tor? Auch vorm Tor? Vorm Tor. Ja, vielleicht hat er einen härteren. Aber okay. Ich habe einen präziseren. Präziser du, okay. Das war nicht die Frage. Wollte mir ausführen. Aber wieder einig, ja. Wer will unbedingt im Spiel den Elfmeter schießen, wenn es soweit kommt? Wer will sich da unbedingt durchsetzen und auf Punkt stehen? Ganz klar, Hannes Wolf. Ja, als Offensivspieler. Elfer brauche ich nicht. Das brauchst du nicht mehr. Ja. Brauche ich nicht. Wer geht öfter in den Kraftraum von euch beiden? Ja, wir sind immer gemeinsam, deshalb ist. Ja, so. Okay. Dann die Folgefrage: Wer geht aber im Kraftraum wirklich ans Limit? Ja, jetzt vor der Urlaubszeit bin ich das. Wo geht's hin im Winterurlaub? Geht's irgendwo hin, wo es warm ist? Ja, für mich geht's nach Dubai mit der Familie und dann mit der Freundin nach Thailand. Okay. Also du brauchst einen guten Body. Ja. Ja. Wer muss, bevor er auf den Platz geht, unbedingt nochmal in den Spiegel schauen? Es ging schnell. Ja, gut. Da haben wir die erste Uneinigkeit. Ja, also, aber. Das Slari macht immer noch ein auf, wenn man noch die Haare. Du machst Okay, ich habe jetzt die alles entscheidende Frage, wo ihr euch nochmal beweisen könnt. Ja? Anschließend auf diese Spiegelfrage. Und zwar: Wer würde die erste männliche Shopping Queen werden auf Vox? Ja, gut, das sieht man. Okay. Applaus für die Einigkeit. Sehr, sehr harmonierend, diese beiden.